Okay. Mich hat diese Ambivalenz, dieses Gefühl zu Hause unheimlich interessiert. Es wird immer negativ verbunden mit negativen Attributen wie Gewalt und Hass. Aber eigentlich ist Zorn einfach ein unheimlich starkes Gefühl, was Kräfte freisetzen kann, die einen zum Handeln bringen. Also Zorn ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der erste Gedanke, den man hat oder die erste Emotion, wenn man an Amnesty International denkt, sondern da denkt man vielleicht an eher positive, sehr hoffnungsvolle Emotionen. Allerdings, wir sind ja durch unsere ehrenamtlichen Aktivitäten weltweit besonders stark und das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Organisationen. Und da spielt natürlich die Motivation umso mehr eine Rolle. Und ich bin der Meinung, und das trifft auch für mich zu, ist Zorn da eine sehr starke Motivation, ein sehr großer Energieschub, den man dann bekommt. Und als ich dann über das Zornprojekt mir Gedanken mit Axel zusammen machte, dachte ich, das sind die idealen Räume für ein solches Projekt. Und es kostete ungefähr 20 Sekunden, um Michael davon zu überzeugen, seine Räume zur Verfügung zu stellen. Und jetzt gehe ich hier hin und bin begeistert, wie klasse das aussieht.